Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Super Stars mit dem lieben Opa, der noch auf dem Mond verweilt. Jo, Hallo. hallo. Na, was machst du da oben noch Schönes? Ja, die Oxygenfarm jetzt hier langsam mal verkleiden. Das müsste jetzt alles verkabelt sein soweit. Jetzt musst du nur noch Strom dran. Ja. Beziehungsweise dann eben entsprechend, wenn das hier vorne dann dicht ist, dann soll eine große Scheibe rein. Auch der Sauerstoff eben dran. Ja. Ja. Das klingt auch noch was. Und jetzt baue ich so die Seitenteile hier noch so ein bisschen zu und dann müssen wir mal gucken. Bin gerade versucht hier, ich will den Altar nicht direkt in den Taumturm haben, weil ich glaube, das wird nun wieder zu harten Ruckland führen. Habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte den Altar gerne hier extern bauen. In diesem Raum, glaube ich. Ich glaube, dass es mehr Sinn macht. So meine Vermutung. Und es wird ja auch wieder dunkel. Hier Das zum Glück mal. mal noch nicht. Ja, und das Schöne ist, ich habe da oben ja ein Bett. Wobei ich am Überlegen bin, ich habe das so mit Blättern geschmückt und so, ne? Ich glaube, ich werde es doch wieder abreißen müssen, weil ich glaube, dass die Blätter dann, wo ist mein Bett? Unsichtbar. LOL! Denn? Ja, weil ich, ja, mein Bett war unsichtbar. Frag mich nicht, mein Bett ist unsichtbar. Geil. Hey, Tonis Bett ist unsichtbar. Okay. Das ist die Magie des Tomtoms hier. Unsichtbare Nein. Betten. Ja, richtig. Ja, und ich glaube, ich möchte das tatsächlich so machen mit dem flüssigen Tod hier. Ich glaube, das wäre ganz cool. So, immer da. Ich gebe hier jetzt noch ein bisschen was aus. So. Und dann kann der Spaß auch beginnen. Ja, wir haben ja gestern Aprilien gestreamt, ne? Jo, Und ja, haben wir. das lief ja leider nicht so geil, ne? Was, Aber, Imperium? und dann haben wir ja noch 7 Days gemacht im Anschluss, um zu überbrücken. Und, ich muss sagen, ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich war bis um 6:30 oder so wach. Und ich war fix und fertig irgendwie. Und jetzt habe ich ein paar Stunden geschlafen. Ich wurde unliebsam irgendwie geweckt. Und ey, ich dachte, boah, ja, heute ist so ein Tag so mit Kopf und so. Also es ist irgendwie so, bläh. Aber ich will mich nicht mehr groß beschweren. Wir hatten ja trotzdem gestern. Oh, weg da. Wir hatten ja trotzdem gestern einen richtig coolen Abend, finde ich. Also wir haben schon Spaß gehabt mit Brille und anders. Die haben sich ja nur die Fressen eingeschlagen, ne? Also ich fand das super witzig, ohne Scheiß, Stefan. Ja gut, meins ist es jetzt nicht ganz so, wenn so viel Tohuwabohu im Dings ist. Ich war ja dann etwas ruhiger. Ich weiß. Also ich feiere das schon, wenn so viel Action da ist, bloß ich bin dann selten Teil da davon. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist halt einfach, ich bin halt einfach etwas ruhiger. Ja, das geht nicht. Macht ja auch nichts. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich oder so. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist my question, wie kriege ich das hier am besten? Ich muss das einmal am besten versetzen. Ja. Am besten schon. Damit das alles irgendwie aufpassen, habe ich hier gleich irgendwie wieder so ein Altarproblem, weil wenn der Altar nicht man muss ihn, wie heißt das Wort? Man muss ihn ja so aufbauen. Symmetrisch heißt das Wort, das du Okay, suchst. danke. Heute ist meine Birne durch, ne? Ja, Kopf. Ja. Oh, das war verkehrt. Oh Mann, Titi. Ja, erstmal hier.
wach werden und so, ne? Ich weiß auch nicht, wo meine normale Schaufel ist. Der Witz ist echt ohne Scheiß, ne? Ich trinke keinen Alkohol, ich mache keinen Scheiß mit so, ne? Und ich fühle mich so gerädert, frag mich nicht warum. Ja, von Zeit zu Zeit kommt sowas halt mal vor. Also was ich heute bin, ist auf jeden Fall, ich zerfließe gerade. Es ist so brütend warm. Also ich bin keinem böse, wenn er nicht die Zeit vorm Rechner verbringt, um sich YouTube-Videos anzugucken. Definitiv nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich, dass die Videos pünktlich kommen. Und Kai auch, weil sonst würden wir jetzt hier garantiert nicht sitzen und aufnehmen. Ja, das ist richtig. Ich bin eigentlich heute zu tot für irgendwas. Aber ja, meine Güte, nicht. Wenn ich das hier auch nochmal. Nee, dann passt das da ja auch wieder nicht. 1, 2, 3, 1. Dann muss. Okay, ist mir jetzt egal. Ich baue jetzt erstmal den Boden ein. Oh, ich schwöre dir, ich kann heute nicht nachdenken. Das geht nicht. Nee, denken kann ich auch nicht. Ich glaube, wir werden auch mit wenig Folgen das Ganze heute, die Aufnahme ist ja schon relativ früh, beenden und dann schauen, wie es dann so in den nächsten Tagen weitergeht. Wir bringen das Ganze zum Glück bloß alle, nicht 14 Alle Tage, zwei zwei. Tage. Genau. Und ich sitze hier und der Witz ist, ich habe jetzt gleich noch so viel zu tun eigentlich auch, was mir jetzt eigentlich 6x6 reicht für den Altar, ne? Also der maximale Abstand zum Mittelpunkt, vor wo die Ding gezogen werden, war glaube ich 8 oder 12. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber 6x6 müsste theoretisch reichen. Ja. Ich habe bloß momentan überhaupt kein Bild, wie groß 6x6 momentan ist. Das ist relativ klein hier. Sonst war mein Altar ja mal größer. Ich klopfe hier gerade Meteoriteneisen. Oh, Das davon. war jetzt nicht das, was ich unbedingt machen wollte, aber die liegen hier halt so in Massen rum. Du Ich kommst halt mache von ihn. einem zum nächsten. Ja, ich kenne Und das. dann hüpfst du irgendwo hin und siehst schon wieder vier Stück. Aber wir brauchen das ja auch. Ja, und ich finde es auch gut, das ist definitiv mehr als was es früher war. Früher haben wir den Mond extra gechunkloadet und haben den Server dann mal wirklich 3, 4 Tage laufen lassen, damit wir dann nachher 5, 6 Meteoriten gefunden hatten. Das war ganz früher zu 5-2er-Zeiten. Also 1-5-2 Minecraft. Ja, so alt ist diese Mod schon. Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Ich hab keinen Platz in meinem scheiß Inventar, ne? Okay. Muss jetzt erstmal hier ein bisschen was aufpumpen. Und ja. Ich fühle mich so geredet, ey. Jetzt hätte ich gesoffen, aber ich sauf nicht. Das ist super creepy einfach. Ich nehme gerade schon wieder 5 Kilo ab. Weil du so viel schwitzt, ja? Ja. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich baue ja hier auch Eisenmeteoriten ab. Aber in Wirklichkeit halte ich ja bloß den Finger auf der Maustaste gedrückt und schwitze dabei. Und das hat jetzt ausnahmsweise mal nichts mit Unsportlichkeit zu tun. Ich habe so gedacht, oh, ich müsste auch mal wieder zum Sport gehen. Für meine Gesundheit. Aber. Bei den Temperaturen ist das nicht gesund. Nee. Dann habe ich mir irgendwie nachts noch ein Eis reingezimmert, irgendwie. Zwei Eis. Okay, ja, so müsste das passen.
Und dann fangen wir mal an hier. Und den Rest begradige ich dann im Nachhinein, sei mal ganz ehrlich. Dann ist das so. Ja. Dann habe ich mir noch, ich konnte nicht einschlafen, ich weiß nicht, was es war. Dann habe ich mir noch ein Let's Play von Outlast 2 angeguckt. Du sagst Outlast 2 und bei mir kommt hier so ein Pfeifgeräusch. Fick dich Was doch. kommt bei dir? So ein Mieh. So ein komisches Warngeräusch. Als ob ich hier über einem Dungeon wäre. Oh. Okay. Da will ich mir jetzt mal Gedanken machen, ne? Das war jetzt creepy. So, okay. Was haben wir hier denn noch, was wir bauen können? Die Generatoren und den zweiten Tank. Den zweiten Tank werde ich aber nicht genug Zeugs haben. Dankeschön. Echt jetzt? Und ständig. Ich muss da raus. Ich bin viel zu müde für so ein Spiel jetzt hier. Das war's. So. Gut. Der Altar ist abgemessen. Ach ja, Moment. Okay, der ist es nicht. Welcher ist denn jetzt der Sack? Hab ich den? Nee, der ist es auch nicht. Aber der war es auch nicht, ne? Ich würde mich jetzt interessieren, wo ich den Rucksack gelassen habe. Ah, hier ist auch noch einer. Ja, perfekt. Das ist perfekt. Das ist nämlich genau der, den ich brauche. Genau. Oh, ich gehe dann mal schlafen. Ja, tu das. Frage mich, ob das Bett immer noch unsichtbar ist. Junge, das ist hier echt ein magisches Haus mit dem magischen Bett tatsächlich. Finde ich schön. So, das ist dann der Auslass und dann muss der zweite Trunk irgendwo hin. Bin ich mal in der Lage, irgendwelche Witzchen zu reißen? Oder brauche ich. Oh, ich brauche noch Arcanis. Das andere Gerät dabei, weil die. Mann. Das ist eine Folge, da bin ich jetzt auch nur die ganze Zeit am Hin und Her rennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Warte Nein, mal. habe ich natürlich nicht. Da muss ja irgendwas dazwischen noch. Ich krieg heute kein Altar gebaut, Alter. Macht das dann Sinn, auf dem Mond zu bleiben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss mal zurück jetzt und Stuff bauen. Irgendwas stimmt hier nicht bei mir heute. Ich krieg nicht mal mehr einen Altar auf den Kopf rausgebaut, ne? Toll. Das wird so hart unsymmetrisch irgendwie. Das sollte es aber nicht. Weiß ich. Ja, keine Ahnung, ich hab nichts geschrieben So, dann brauchen wir von den unten da noch einen ganzen ganze Menge Zeug. Ich glaube, ich komme jetzt mal wieder zurück. Das macht jetzt keinen heute. Sinn mehr. Ja. Mir fehlt Zeugs hier auf dem Mond. Hilf mir lieber. Weil die Hand ist auch hart.
Junge, wie oft habe ich irgendwelche Altare und sowas gebaut, ey? Ich krieg. Also. Zeit zu Zeit hast du das schon mal getan. Das hört ja vorne und hinten nicht hin. Ich guck mir noch ein bisschen zu klein vor. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dann muss ich da ja noch 2 raus. Oh. So. Oh. Oh. Ich schlafe innerlich übrigens. Innerlich schläfst du? Ja. Das ist aber, ja. Ja. Das macht man jetzt nicht so oft, dass man beim Schlafen gezielt redet. Also es gibt ja Leute, die quatschen im Schlaf. Oh, ich kann das. Das kann ich gut. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt meine Rakete angesegelt. Warum fall ich eigentlich viel schneller runter an dem gleich großen Fallschirm wie die Kiste mit der Rakete? Das war schon immer so hier. Bei dir würde ich das ja auch verstehen. Aber warum nicht? Oh, Stefan. Das war schon immer so in diesem Modpack. Ja, ja, in der Version stimmt, das war das immer so. Aber früher war es anders. Das ist mal gleich. Ja, aber früher ist nicht mehr heute. Ja, aber will mir das Spiel sagen, dass ich so viel schwerer bin wie die Rakete? Oh, du hast ja Probleme, ey. Ja. Wenn mir ein Computer sagt, dass ich fett bin, ich meine, die Wahrheit tut nun mal weh. Du hast doch echt einen Knacksack heute. Es ist doch nur ein Spiel. Es ist ein Spiel. Und wenn die das so einstellen, dann hat das nichts damit zu tun, dass du vielleicht fett bist. Verstehst du? Nein. Ich versuch's gar nicht erst. Ja. Oh. Oh, Junge. So, und da wollte ich mir ein Schwert basteln, ein neues, ein anderes. So, dann haben wir jetzt hier und hier. Ich fülle mal die Sauerstoffflaschen schnell wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Na komm. Ja, weiß ich nicht. Hier ist komisch heute. Ja. So. Ja. Ja, sieht man bei dir natürlich nicht. Ich habe jetzt hier gerade zum Gießen und der Mann hüpft hier nicht mehr so weit. Was? Wie auf dem Mond. Ich war jetzt. Wie viele? 3 Folgen auf dem Mond? Ich weiß es nicht. Du musst voll radioaktiv sein, irgendwie. Aber richtig. Dass er, wenn du nach Hause kommst und ein paar Mal hier schläft, glaube ich. Ja, ich bin ja schon wieder unten. Achso. Und ich verbringe ja jetzt schon die Sauerstoffcontainer wieder auf, alle. Ah ja. Und ich versuche irgendwie einen Altar aufzubauen, den ich schon im Schlaf 1000 Milliarden Male aufgebaut habe und krieg heute nicht hin. Ach wie, das war.
nicht ganz so zielführend. Kennst du das, wenn du so müde bist und du machst irgendwas und bist konzentriert und du hast aber das Gefühl, dass deine Augen das überhaupt nicht richtig realisieren können, was du da machst? Weil du so müde bist? Okay, dann ist Mano. Nee, ich konzentriere mich hier gerade auf den Blödsinn, den ich mache, weil ich habe gerade durch Aluminium eingeschmolzen, wollte die Gussform machen und konnte die Gussform nicht gießen und habe jetzt erstmal mich gewundert, warum. Schön, dass wir heute beide irgendwie durch sind, ey. Bis mir dann eben aufgefallen ist, ich habe ja das zum Abgießen nach unten, weil ich ja den ganzen versenkten Stein gemacht habe. Ja. Deswegen also ich bin entschuldigt, ist das natürlich ehrlich. Gleich unten runter. Ja, bei den Temperaturen fühle ich mich auch für mich selbst entschuldigt. Das, ich wollte gleich so hart abkotzen, ey. Irgendwas funktioniert hier nicht. Ich krieg den scheiß Altar nicht aufgebaut. Ich scheiße jetzt drauf. Ich scheiße auf den Altar, da kann ich meinen Arsch lecken. Oh, das war die Strafe. So, Stefan. Jo. Soll ich kurz rüberkommen? Nee, die Folge ist vorbei. Ich komme noch beim nächsten Mal. Die Folge ist vorbei, ja, Mann. Scheiße drauf. Ich geh hoch an mein unsichtbares Bett. Ja, werde ich räume noch die Sauerstoffcontainer und die Rakete und alles auf, ganz gemütlich. Und dann werde ich wohl wieder ein paar Folgen hier unten verbringen und mir überlegen, was ich beim nächsten Mal eigentlich alles noch brauche. Nein. Ja? Nein, du wolltest mir helfen, das eine Ding da anzubauen. Und jetzt brauche ich nochmal deine Genialität, weil mein Gehirn funktioniert nicht das nächste Mal. Also jetzt funktioniert es nicht, aber fürs nächste Mal brauche ich nochmal deine Genialität, bitte, damit ich den Altar aufgebaut kriege. Und du wolltest mir nur noch was anbringen. Vorher darfst du nicht irgendwo runtergehen. Nee, also zum Mond gehe ich jetzt, wie gesagt, erstmal nicht mehr. Ja, gut. Okay. Im Moment. Gut. Ja, liebe Freunde, ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Stefan, auch an dich vielen, vielen Dank. Und genießt alle die Sonne, trinkt ganz viel, cremt euch ordentlich ein. Und ich gehe gleich schlafen. Alter Schwede. Also, bis dann. Tschüss.